Hallo und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Ganz am Anfang, bevor es losgeht, wollt ihr uns auf unserem Weg hier in so einem Paralleluniversum folgen, dann abonniert da genau jetzt den Kanal. Warum? Bei uns gibt es jeden Tag eine neue Karre vorgestellt von der bezaubernden Jessie und dem etwas weniger bezaubernden Jan, der bin ich, Hallöchen. Und das Auto, was ich heute für euch dabei habe, das kommt aus Wolfsburg. Das ist nicht der ID3, das ist nicht der ID4, das ist nicht der ID6. Und was bleibt denn jetzt noch übrig? Okay, es ist der ID5 und nicht irgendein ID5, sondern der ID5 GTX. Der legitime Nachfolger der GTIs. 299 PS, knapp 500 Kilometer Reichweite. Und was werden wir heute zusammen machen? Ich, der Jan, wird euch heute erklären, was dieses Auto kann, wie man es optisch wunderbar schön machen kann hier in diesem King's Red, wie ihr es schöner machen könnt. Warum ich glaube, dass dieses Auto ähnlich wie der ID4 GTX unglaublich dynamisch auf der Straße liegt, was der im Innenraum kann, was er kostet, wie groß die Lieferzeit ist und was es für ein Wettbewerbsumfeld gibt. Und dann gibt es einen kleinen Kuss am Anfang von mir für euch. Kanal abonnieren nicht vergessen und dann fröhlich weiter meiner objektophilen Leidenschaft. Ja, und küss hier diese rote Schönheit. Wer sich von mir natürlich auch geküsst fühlt, ist unser Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die Jungs? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern. Ja, und suchen den garantiert besten Leasingpreis für euch raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Das wird sich bei dem hier lohnen, denn ihr bekommt zwar keine 10.000 Euro Förderung, sind glaube ich nur 7.500, aber ihr zahlt nur eine Dienstwagensteuer von 0,25%. Und wenn man jetzt hier über die Historie spricht, dann ist es geil, weil wir haben euch gerade den neuen Škoda Enyaq als Coupé vorgestellt, den 80X auch mit Allrad. Und Škoda hat uns erzählt, eigentlich wollten wir zuerst das Coupé auf den Markt bringen, dann haben wir uns aber doch für den normalen Enyaq entschieden. Jetzt gibt es beide. Ja, und Audi hat zum Beispiel auch mit dem Q4 gleichzeitig, wie man das bei Audi eben macht, beide gedroppt, das Sportback-Modell auch. Warum? Leute stehen auf SUVs und Leute stehen noch mehr auf SUVs mit schnittigerem Arsch, ne? SUV-Coupés. Das kommt zurzeit richtig gut an. Was auch gut ankommt, ist die Elektromobilität. Da hat man sich politisch, gesellschaftlich und ethisch darauf geeinigt, dass man sich ja, jetzt wünscht, dass sich das durchsetzt. VW hat den MEB auf den Markt gebracht. Ne? Das ist der modulare Elektrobaukasten, eine Skateboard-Architektur, wo jetzt hier nicht nur der ID3 oder der ID4 draufsteht, sondern im Grunde auch das SUV-Coupé vom ID4, die Coupé-Version der ID5. Hier haben wir eine Performance-Version. Ich habe es euch ja schon gesagt, ne? Es gibt das Škoda Enyaq Coupé, was ähnlich groß ist, eben nur aus Tschechien. Und es gibt den Audi Q4 Sportback, der kommt halt aus Ingolstadt. Und ansonsten sind die Unterschiede da, aber nicht mehr so groß wie bei den Verbrennerkollegen. Und dann ist natürlich ganz interessant, das Auto hier rollt vom Mehrmarkenwerk in Zwickau. Ja, darf man eigentlich keine Witze drüber machen. Ich werde jetzt auch wieder einen Shitstorm ernten. Und soll Ende des Jahres, Anfang 2022, dann zu den Händlern kommen. Man ist sich bei VW noch nicht so sicher, ob der ID6 nach Deutschland kommt. Es wird noch ein kleineres Modell als den ID3 geben, weiß ich auch nicht, heißt der jetzt ID1 oder ID2, er wird kleiner sein und für die Stadt geeignet. Das hier ist ein Modell, was sich für Familien eignet oder auch für Langstreckenfahrer, Vertreter oder für Leute, die einfach Bock auf geile Autos haben. Und wenn man jetzt mal überlegt, ne, wird euch oder hat euch Jessie, das wird sich zeigen, auf dem Kanal die standardmäßige Nicht-GTI-Version vorgestellt. Wir haben ja bei VW den GTD, den GTI, den GTE und die Elektronische, was Performance angeht, die ist besetzt mit GTX. Ich habe euch es gezeigt beim ID4 GTX. Es wird eben noch ein ID3 GTX geben, heißt Allrad, heißt viel Leistung, heißt knallt. Ja. Und wenn man dann die Ausmaße hier betrachtet, ist der 458 lang, 1,85 breit, 1,62 hoch.
Das ist natürlich ein Schiff, ne? Der wiegt 2,2 Tonnen. Der Akku schön im Unterboden, sorgt für einen tiefen Schwerpunkt. Allrad ist hier drin. Wenn man den jetzt von vorne anschaut, dann hat VW was mit den GTIs etabliert, was man ja so wunderbar ein durchgängiges Lichtband nennt. Und hier haben wir jetzt immer serienmäßig Matrix-LED drauf. Ne? Der normale ID.5, der bekommt serienmäßig das Voll-LED-Licht. Hier das Matrix, wie unterscheiden die sich? Naja, das ist ein intelligentes Licht, was den Gegenverkehr ausblenden kann, Schilder anblenden kann, ist intelligenter als ich und Jesse zusammen und macht euch das Leben wunderbar einfach. Und dann ist für euch natürlich noch eine Frage, wie heißt hier die Farbe? King's Red. Mega. Eigentlich gibt es im Konfigurator 6 Stück, die meisten eher so ein bisschen gedeckt. Die hier knallt, passt für mich auf den GTI oder GTX einfach toll drauf. Und von vorne unterscheidet sich der GTX durch diese große Sturzfänger-Sache. Hier ist ein offener Schlund, der ja, so ein bisschen aussieht, als würde er so vegane Chihuahuas morgens gern zum Frühstück verspeisen. Ansonsten haben wir hier natürlich sehr kurze Überhänge, langer Radstand, 2,77 Meter. Und was ich sehr interessant finde, ihr könnt, dürft, müsst oder sollt bei diesem Auto immer ein schwarzes Dach nehmen. Während das Auto, was Jesse euch in Gletscherweiß zeigen wird, ja mehr Silber hat, haben wir hier natürlich mehr dunkles Chrom. Jesse hat dafür auch einen Namen irgendwie. Für mich ist es dunkles Chrom. Ich finde, das passt zu einem GTI viel besser oder zu einem GTX als dieses helle. Allerdings kann man auch kritisieren oder unken, dass es dann drei Farben hier drin gibt. Dachschwarz hier finde ich sehr schön, weil es eben abgedeckt ist, fast abgesetzt ist, fast fließend aussieht und für mich wirklich ein schöner Look, vor allem hinten mit den abgedunkelten Scheiben, mit der abfallenden Dachlinie. Aber ganz ehrlich, ich bin nicht nur der Typ, der euch erklärt, dass wir hier, naja, versenkbare Türgriffe haben. Wir haben einen verkleideten Unterboden und wir haben hier bei dem Modell einen besseren CW-Wert eben als bei dem ID.4. Der hat 0,29, der hier hat 0,27. Der normale ID.5 ist noch ein bisschen besser, der hat 0,26, liegt eben an der coupéhaften Dachlinie. Jesse sagt immer coupéhaftig, alte Partnerin, was willst du machen? Und wenn man jetzt natürlich darüber spricht, dass ich niemals der Typ sein wollte, der euch einfach nur irgendwas über Design erklärt, dann bin ich der Typ, der euch was über die Fahrwerkstechnik hier drin erzählt. Denn das ist wichtig. Wir haben den Fahrdynamikmanager, den können wir allerdings nur dann füttern, wenn wir hier das optionale DCC, also ein adaptives Fahrwerk, nehmen. Wir haben das XDS Plus, also ein elektronisches Sperrdifferential. Wir haben das ESC hier drin, den Allrad. Und alles zusammen fungiert in einem Steuergerät zusammen, bildet eine Einheit, eine Symbiose und sorgt dafür, dass dieses Auto schweinegeil auf der Straße liegt, trotz des hohen Gewichts. Was natürlich auch zuträglich ist, ist der Akku. 77 Kilowattstunden, fast der liegt hier unten eben. Relativ schwer, aber tiefer Schwerpunkt. Und wir haben hier zwei Motoren drin. Ne? Das ist geil bei der Elektromobilität, weil wir haben hinten einen mit 150 kW. Der ist permanent synchron erregt. Das ist nichts Schmutziges. Ne? PSM heißt, der läuft quasi immer und wenn wir die Traktion nicht brauchen, dann ist er quasi hinten auf zwei Rädern relativ energieeffizient unterwegs und vorne kommt dann noch einer mit 80 Kilowatt Leistung dazu. Insgesamt sind es 220 Kilowatt. Ich habe mich nicht verrechnet, 10 Kilowatt bleiben irgendwo auf der Strecke. Und das sind 299 PS. Es gibt ja dann noch die anderen Versionen mit 174 PS oder 204 PS. Die sind dann nur heckgetrieben. Was passiert? Naja, wenn wir die Traktion brauchen, kommt die Vorderachse dazu und zieht uns aus der Scheiße dann raus. Ne? Und wir haben natürlich mehr Leistung. Hier haben wir so eine Plastikbeblankung um die Räder. Ach so, über die haben wir noch nicht gesprochen. 19 Zoll beim ID.5, bei 20 geht es beim GTX los. 21 ist dann das Maximum. Tolles Felgenbett geschlossen, sorgt eben auch wieder für einen besseren CW-Wert. GTX steht hier nochmal drauf, dass es der Nachbar auch sieht, dass ich mir das leisten kann. Und ansonsten eine wunderschöne Linie von diesem Auto. Aber das Beste da drin ist natürlich das Heck mit der coupéhaften Dachlinie. Die scheint quasi nie zu enden. Schaut euch das an hier mit dem schwarzen Dach und diesem kleinen Spoiler hier oben wieder drauf erinnert. Der finde ich von hinten schon sehr stark an den Q4 Sportback, was ein Kompliment ist. Ja, kann man mögen, muss man aber nicht. Ich finde es sehr speziell. Ich finde es schön, dass sich VW was traut. Und wenn wir vorne dann die durchgängige Leuchte nehmen mit dem Matrix IQ Light, haben wir dann hinten hier
Also hier in dem Fall serienmäßig, immer das 3D-Licht. Richtig geil. Weißes VW-Logo, auch schön. GTX in schwarz steht hier drauf und hinten dieses Boomerang-Element von unten sehr bescheiden. Zurückhaltend, clean, klassisch. Eine Anhängelast hier von 1,4 Tonnen. Chassis Auto hat nur maximal 1,2 Tonnen. Dem Allrad eben geschuldet. Und was jetzt natürlich neben der Optik hinten echt entscheidend ist bei so einem Auto, deshalb sind wir hier auch im Studium, ist das das Kofferraumvolumen. 550 bis 1570 Liter. Schaut euch das an. Ihr habt hier sogar ein bisschen mehr Kofferraumvolumen als beim ID.4, was krass ist. Und jetzt guckt mal hier, doppelter Ladeboden und aha, hier versteckt sich das Ladekabel. Das ist erstmal das für zu Hause, die Kachel fürs Laden an der Steckdose. Das wird allerdings ewig dauern, wenn ihr das machen wollt, weil so ein 77 Kilowattstunden fassender Akku, der will ja auch beladen werden und hier das für Schnellladen. Und jetzt ist natürlich neben dem Kofferraum sehr, sehr spannend, ja, wie lädt man dieses Auto? Da kommen wir jetzt dazu, das macht ihr nämlich genau hier. Und mit der neuen Software 3.0 könnt ihr den mit bis zu 135 Kilowatt laden. Dann ist er in 35 Minuten von 5% auf 80% an einer Wallbox mit 11 kW maximal in 7,5 Stunden dann voll. Aber jetzt machen wir mal mit dem Kofferraum weiter. Für euch vielleicht auch ganz spannend, dass ihr hier die Ladeabdeckung wegmachen könnt. Und dann hier, mache ich mal auf beiden Seiten, die Rückbank umklappen. Und jetzt könnt ihr in dem Auto pennen. Das ist ja großartig. Schaut euch das an, was ein Kofferraummonster und eben kaum Nutzen einbußen, finde ich schon gut. Was ich noch ein bisschen schöner finden würde, wäre, wenn es hier so ein kleines Ding gäbe, wo man ziehen könnte und es rausfährt. Ach, hier entdecke ich gerade auch die Anhängerkupplung. Könnt also mit dem Auto auch euer Pferdchen, euer Bötchen oder was weiß ich, was ihr sonst so Schweres ziehen wollt, transportieren. Lohnt sich auch dann mit dem Allrad eben. Hier oben geht die Kofferraumklappe zu, Rückfahrkamera ist hier schön integriert. Ja, und was wir jetzt machen wollen, ist mal zusammen auf die Rückbank springen. Und dann schauen wir mal, ob ich da hinten jetzt mehr oder weniger Platz habe als beim ID.4. Kommt mit. Ja, jetzt sitze ich hier und erstmal ist natürlich das Dach hier oben zu. Das heißt, wir haben hier eine Jalousie, ein riesiges Glasdach hier drin. Und jetzt guckt euch mal an, wie viel Platz ich hier habe. Ich habe 12, also 1,2 cm weniger Platz hier, 12 mm zur Decke als beim ID.4. Das merke ich allerdings kaum, ne? Und wir haben keinen Mitteltunnel, 277 Radstand heißt, wir haben richtig viel Platz hier hinten, ne? Wir haben hier noch so kleine Leuchten, die wir auch anmachen können. Haben hier dann ja nochmal so eine Armauflage mit Cupholder drin. Hier haben wir dann ja die Möglichkeit für eine Durchreiche für die Skifahrer. Und was toll ist, ist die Verarbeitungsqualität hier. Der Innenraum kann komplett bis aufs Lenkrad in der höchsten Stufe ohne Leder auskommen. Was toll ist, schaut euch das an, wie gut das hier verarbeitet ist. Hier unten zwei USB-C-Stecker, dann haben wir da nochmal die Klima. Ja, vorne auch die Sitze versprechen schon einiges. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal zusammen noch in die Tür. Und das ist natürlich great, weil guck mal hier, dieses blaue Element ist schön. Natürlich haben wir auch ein bisschen Hartplastik. Das wurde ja auch beim ID.3 zum Beispiel so stark kritisiert. Hier haben wir Klavierlack, ein bisschen simplen Türöffner, aber das ist schon sehr solide verarbeitet. Für die Klasse schon ganz okay. Was wir jetzt zusammen machen wollen, ist natürlich in alter Manier vorne, auch wenn der Motor da nicht alleine ist, über die Leistungsdaten sprechen. Das Auto ist kein Leichtgewicht, sind wir mal ehrlich. Das wiegt ganz knapp unter 2,2 Tonnen, ne, hat eben 299 PS, sind 640 Newtonmeter maximales Drehmoment und schaut vielleicht einfach gerne mal hier rein. Beschleunigt in ja, 6,3 Sekunden auf 100, wird 180 km/h schnell und hat eine Reichweite von 490 Kilometern. Aber das ist ja relativ langweilig. Warum? Wir können heute nicht fahren. Das wisst ihr, das könnt ihr einfach im Datenblatt lesen. Was wir jetzt machen, ist zusammen reinspringen. Und danach gibt es was zu meiner Meinung vom Auto. Ja, und ein Preis und ein Marktstart. Kommt mit.
Ja, jetzt kommen wir zum Innenraum und ganz schön kalt in Norwegen hier drin. Ja, jedenfalls ist ja die Frage, ey Jan, was hältst du davon? Und ganz ehrlich, ich hatte letztes Mal so viel Luft um die Ohren gestern. Da war ich nämlich beim Friseur, wie ihr seht. Nee, ernsthaft jetzt mal. Der Innenraum kann vieles, denn wir haben hier eine sportliche Anmutung, wir haben hier einen veganen Innenraum und der ist auch ganz solide verarbeitet und die Technik, die ist innovativ und gleichzeitig während der Fahrt bedienbar. Aber jetzt machen wir das mal Schritt für Schritt. Die größte Frage ist ja, was mache ich bei so einem Elektroauto? Und ihr kennt es ja vom ID.4 auch schon ein bisschen mit der Mittelkonsole, weil die könnte ja theoretisch frei bleiben, weil wir haben ja keine Lamellenkupplung mehr, die die Kraft von vorne nach hinten bringt hier beim Allrad, sondern quasi verbindungsfrei, rein elektronisch. Und hier hat man sich bei VW für so eine Mischung aus dem klassischen und dem modernen Weg entschieden und hier so ein Skateboard reingebaut. Finde ich praktisch, weil man hat hier einen Cupholder zum Beispiel drin, ne? Dieses Element, was ihr auch rausmachen könnt. Und jetzt habt ihr hier sehr viel Platz drin. Schaut es euch gerne mal an, macht es hier wieder rein. Und hier ist er, der Schlüssel. Das finde ich ein bisschen schade, weil im Konzern sehen die Schlüssel inzwischen, glaube ich, bis auf Porsche fast alle oder Lambo oder so fast alle gleich aus. Und was natürlich auch schön ist, ist hier oben habt ihr die Möglichkeit, ja, wenn ihr die Zündung anmacht, dafür dreht ihr da einfach auf die Bremse übrigens, ja, so eine Jalousie nach vorne zu fahren. Die Jalousie ist nicht normal. Polestar spart die sich zum Beispiel beim Polestar 2 weg und Tesla teilweise auch. Wenn ihr die zumacht, ist es hier drin relativ dunkel. Ihr seid dann auch lichtgeschützt, aber ich liebe ja gerade das, dass ihr hier drin so lichtdurchflutet seid und hier so viel Platz habt. Hier habt ihr zum Beispiel auch die Möglichkeit, das Handy reinzulegen. Eine induktive Ladebuchse, zwei USB-C-Stecker. Ihr könnt auch hier diese Teile ganz rausbauen, habt dann hier mega viel Platz. So gehen sie wieder rein, ne? Und könnt auch hier direkt zumachen und habt dann aufgeräumt. Auch haben wir hier so Busfahrerarmlehnen, was ich mega geil finde. Passt jetzt überhaupt nicht zu so einem sportlichen Auto. Dafür haben wir hier die Sitze, die ja vegan sind mit dieser Verlängerung der Beinauflage, mit wirklich straffen Seitenwangen. Die sind bequem, geben gleichzeitig guten Seitenhalt. Ich muss die Armauflage wieder runter machen. Haben hier so eine Durchbrechung drin, integrierte Kopfstütze. Es gibt ja noch diese Top-Sport-Sitze hier drin. Und jetzt schauen wir vielleicht mal in die Tür rein, weil das war ja in der Vergangenheit der große VW-Kritikpunkt. In der Tür ist ja viel hart Plastik, haben viele Fans gesagt. Und wir haben immer noch Plastik drin. Oben ist es weiches Plastik. Unten ist es so ein blaues Element mit roten Ziernähten. Insgesamt schwarz-rot sieht sich hier durch. Riesenfach unten für die Flaschen oder Dinge, die ihr transportieren wollt. Ich finde die Tür okay. Der Türgriff gefällt mir nicht so gut und das Klavierlack gerade da, wo die Hand ist, das finde ich auch nicht so toll. Was ich schön finde, ist die ambiente Beleuchtung. Vor allem Rot passt gut. Die Ziernaht hier oben, die Anmutung im Dashboard, ja, die gefällt mir schon echt ganz gut. Der Innenspiegel auch einigermaßen rahmenlos. Hier die Leuchten. Schaut mal, dimmbar, berührungsempfindlich. Schon gut gemacht. Ne? Hier haben wir dann noch ein Handschuhfach und hier unten bekommt Jessie bestimmt noch das ein oder andere Handtäschchen rein. Ein Baby-Chihuahua, ein Cupcake-Schwein oder wie die Dinger heißen, passt da auch noch hin. Natürlich lebendig, alles vegan, ne? Muss man jetzt ja so machen, auch wenn ich die Formulierung an sich ein bisschen albern finde. Aber hier in Norwegen muss man politisch korrekt sein. Und jetzt würde ich sagen, kommt Jessie einfach mal rein, weil dann können wir uns noch mehr anschauen. Erstmal natürlich die Einstiegsleiste, die habe ich vergessen, da werde ich jetzt gerade richtig hart dran erinnert. Da steht auch GTX drauf und das Lenkrad. Dreispeichiges Lenkrad. GTX steht hier unten. Rot, schwarz. Liegt toll in der Hand. Und was ich noch toll finde, schaut mal hier, es gibt ja dieses VW-Phänomen. Ich setze mich in VW, egal ob ich groß, schlank, dick, dünn, klein bin, ich finde immer eine Sitzposition und es fühlt sich an, wie wenn Boris Becker nach Wimbledon kommt, nach Wohnzimmer, nach Zuhause. Und das ist echt schön, guckt mal hier. Und schön ist natürlich auch, dass sich dieses kleine 5,3 Zoll große Display mitbewegt. Und was ich mich nicht ganz so gut gewöhnen kann, ist so dieser Gangwahlhebel hier oben. Ne? Da muss man natürlich hier ein bisschen sich dran gewöhnen. Parken geht hier wieder rein. Hier haben wir alles fürs Steuern der Assistenten. Auf der rechten Seite haben wir die Sprachsteuerung und können so ein bisschen was bewegen. Ne? Entweder die Assistenten groß oder die Geschwindigkeit und Reichweite hier größer. Und hier könnt ihr dann das Licht vorne steuern oder die wichtigsten Schnellklimatasten hier finden. Und hier unten könnt ihr dann noch den Kofferraum aufmachen, was auch ganz charmant ist, wenn man mal Ladies abholt, die im Regen stehen sollten. Wir haben unten Pedale, natürlich aus Edelstahl, was auch gut ist. Und
Dann ist natürlich das Augmented Reality Head-Up Display da vorne toll. Wir haben da so einen Pfeil, der reinfährt, uns den Weg weist. Kennen wir natürlich auch vom Q4 von Audi und anderen VW-Konzernmodellen. Hier haben wir jetzt immer das 10 Zoll drin, nicht das 8 Zoll. 10 Zoll ist serienmäßig und ganz ehrlich, was ich nicht mag an dem System, ist, dass wir hier lauter leiser machen und hier dann nochmal die Wärme der Klima haben, weil ich finde es immer so ein bisschen schwer bei der Fahrt bedienbar. Was ich mag ist, dass wir die Fahrmodi hier unten extra haben, dass wir die Assistenten hier nochmal extra haben, dass wir die Klima hier nochmal extra haben und das Parkmenü hier nochmal extra haben. Aber jetzt mal Schritt für Schritt. Was hier drin ist, ist der MIB3, der modulare Infotainment-Baukasten 3, Software 3.0. Und jetzt sind wir schon wieder bei Tesla, dass alle VW-Fanboys inzwischen wissen, was ist es denn jetzt für ein Softwarestand. Und wichtig an dem ist, nicht nur, dass wir mit 135 kW Ladedruck laden können, also ein bisschen schneller, sondern auch ja, so eine Schwarmintelligenz hier drin haben. Die Autos arbeiten zusammen. Wenn ein anderes Auto in der Nähe ist, leitet der den im Weg. Je mehr Autos da mitmachen, desto intelligenter ist der Schwarm, ne? Ist dann besser für den Spurhalteassistent, die Ausstiegswarnung kann damit funktionieren, dies, das, Ananas und Over-the-Air updatebar. Ganz schön kompliziert, aber gut. Was ich euch jetzt hier zeigen will, ist zum einen der Home-Bildschirm, weil das finde ich cool, dass der hier so simpel ist und wenn ihr den verstellen wollt, dann drückt er hier lange und macht dann zum Beispiel hier das Fahrzeug rein und dann geht es hier zurück, hier ist das Fahrzeug dann oder könnt hier noch irgendwas belegen, aber meine Lieblingsansicht ist die Telefon, sowieso Apple CarPlay, Android Auto dann über App Connect, hier seht ihr das schon, Radio, Medien, ich drück's mal durch, alle sagen immer, Jan, du drückst das alles einfach nur so durch. Jessie kann gerne noch ein Stück näher hin. Hier ist die Karte, was ich noch schöner finde, wie dass sie sich so schnell bewegt, ist diese Ansicht hier, wo die wichtigsten Dinge dann drauf kommen. Und Fahrzeug ist natürlich auch gut. Das fährt hier so rein, schaut euch das mal an, innen. Ne, kann man das dann so haben, außen kann man das drehen und hat dann die wichtigsten Funktionen, zum Beispiel das Komfortlicht kann man einstellen, die Spiegel, das Fahrlicht kann man dann nochmal extra einstellen, Easy Open für den Kofferraum oder das Head-Up-Display könnt ihr extra einstellen. Ihr könnt natürlich auch was mit dem Dach machen, mit dem ID Light, die Helligkeit vorne verändern, schaut mal auf vorne. Das sieht so ein bisschen kitmäßig aus, als würde das Auto mit einem sprechen, kommen wir dann gleich bei der Sprachsteuerung dazu. Da könnt ihr eben richtig viel machen. Ich kann gar nicht alles zeigen. Beim Laden vielleicht ist noch wichtig, die Ladeorte, die ihr speichern könnt. Hier habt ihr die Reichweite noch. Könnt das Laden dann auch einstellen und hier nochmal verschiedene Dinge einstellen. Verschiedene Nutzer gibt es. Klang finde ich ganz geil hier drin, wie das aufgebaut ist. Und das Ambiente-Licht ist bestimmt ein Highlight. Carcrash Orange könnt ihr das machen. Ihr könnt so ein Türkis machen, Desire Blau. Das Rot, finde ich, passt eigentlich am besten hier rein, weil es passt halt zu den roten Ziernähten. Ne? Und die Klimatisierung im Shop und die Assistenten sind bestimmt auch noch wichtig. Travel Assist, alle dann eben mit der Schwarmintelligenz wohl noch besser. Was interessant ist, Fahrmodi, Eco, Komfort, Sport, Traction, Individual, was ändert sich? Fahrdynamik, Lenkung, Antrieb, ACC, Lichtassistent. Heißt, wir haben hier nicht das DCC, das adaptive Fahrwerk drin. Das ist ganz gut. Assistenten habe ich euch gezeigt. Klima auch noch interessant. Könnt ihr smart machen. Habt ihr dann verschiedene Dinge wie Hände wärmen, Füße wärmen, Chihuahua wärmen oder hier klassisch einfach. Oder habt ihr das Parkmenü vielleicht auch noch interessant. Ist die... die Rückfahrkamera, die seht ihr hier. Aber was natürlich für mich spannend ist, ist die Sprachsteuerung. Hey ID... Erzähle einen Witz. Oh, das haben mir meine Entwickler nicht beigebracht, aber ich probiere es mal. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Das war nicht witzig. Was jetzt witzig wird und ganz bestimmt informativ, ist das Fazit. Da kommen wir jetzt zu. Kommen wir zum Fazit. Und ganz ehrlich, schöne neue Welt. Ihr denkt ja, wir sind in Norwegen und warum hat der Typ keine Jacke an? Wir sind aber in einem Studio. Ha! Wahrscheinlich haben es die meisten sowieso schon rausgefunden. Mich flasht sowas. Aber es geht ja eigentlich ums Fazit und meine Meinung zum ID.5 GTX. Ich finde es schade, dass er nicht GTI heißt, weil ich finde, er hätte... den Slogan in der Nomenklatur allein schon der Historie halber wegen verdient.
Ich stehe auf das Auto. Ganz ehrlich, ich würde den selbst fahren. Ich bin nicht unbedingt der SUV-Typ, aber das Auto ist schnittig, ist praktisch. Ja, ich werde älter, man sitzt ein bisschen hoch, hat einen modernen Innenraum, eine tolle Sprachsteuerung, finde ich, die neue Software hier drin und ich glaube, ich bin in Valencia gelandet. Was Volkswagen alles kann, ist nicht nur mich beamen, sondern auch inzwischen echt passable Elektroautos bauen. Natürlich haben wir ein paar Wettbewerber, das Tesla Model Y, wir haben den Kia EV6 zum Beispiel, den Hyundai Ioniq 5. Die sind alle bockstark, aber der ist es auch, der kann da mithalten, auch ohne 800 Volt Technologie hier drin, weil die Ladeleistungen sind passabel und ich bin den ID.4 GTX ja auch schon gefahren und der hat mir Schweine viel Spaß gemacht. Dieses Drehmoment, was sofort anliegt, in Verbindung mit der Traktion hier drin, in Verbindung mit einer echt soliden Reichweite, das ist schon Wort. Ob das Auto jetzt wirklich was für den Langstreckenhengst da draußen ist, der jeden Tag Kilometer kloppt ohne Ende, weiß ich nicht. Das müsst ihr selbst beurteilen, ob ihr Bock habt auf die Ladezeiten an der Autobahn, um das mal zu machen. Das ist wirklich völlig okay, aber ich würde sagen, 95% aller Strecken, die ihr abbilden wollt, könnt ihr sehr toll mit dem Auto abbilden. Das sind ja meistens eh nur 40 Kilometer am Tag und wenn es mal ein bisschen länger ist, plant man ein bisschen mehr Ladezeit ein und das ist völlig okay. Viel entscheidender ist der Preis vom Auto. Und während jetzt der normale ID.5 als SUV-Coupé-Version des ID.4 bei 46.500 Euro beginnt, da liegt der schon bei 1.500 Euro mehr als der ID.4 GTX. Das sind dann 52.000 Euro. Ist natürlich ein Wort, ne? Allerdings bekommt ihr noch 7.500 Euro Förderung und ihr zahlt nur eine Dienstwagensteuer von einem Viertel, also 0,25%, was echt okay ist. Ja, kam es raus, dass ich aufs Auto stehe? Ich glaube schon. Ich glaube, VW ist mit der Plattform, mit den anderen Modellen, mit der Form auf einem echt richtig guten Weg. Ja, wer auch auf einem tollen Weg ist, ist unser Road to Go, die Road to Glory Jungs von GoLeasy. Was machen die ja? Die vergleichen für euch unter den etablierten Leasinganbietern und suchen den garantiert besten Leasingpreis raus. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Hier seid ihr allerdings gelandet in Valencia. Oder Norwegen, bei eurem Autotester Review Goat, The Car Crash Review. Ich mache das allerdings richtig schlecht im Vergleich zu Jessie. Die macht das richtig gut, ich mache das richtig schlecht. Sie nickt auch. Es gibt auf jeden Fall jeden Tag ein neues Review von ihr und oder mir. Schaut gern vorbei. Ach, ihr habt ja schon vorbeigeschaut, ne? Abonniert genau jetzt den Kanal, macht uns glücklich, euch froh, informiert euch. Und dann hoffe ich, haben wir ein bisschen Spaß zusammen. Bis bald in einem anderen Zirkus. Tschüss, tschüss.